Litauen und Lettland sind besorgt über Ungarns Lockerung der Einreisebestimmungen für Staatsangehörige aus Russland und Belarus. Das ungarische Einwanderungssystem erlaubt es nun auch russischen und belarussischen Staatsbürgern mit der sogenannten National Card für mindestens 2 Jahre im Land zu bleiben. Das kann den Weg zu einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung ebnen. Die Außen- und Innenminister der baltischen und nordischen Staaten haben ein Schreiben an die EU-Kommission gerichtet. Dieser Regelungserlass könne die Sicherheit des Schengen-Raums gefährden, sagen sie. There was never Schengen free for Russian diplomats with hostile intention, and there was never Schengen free for possible security breaches by certain countries. So this is why we take it very seriously as a security risk. Die ungarische Regierung hat diese Bedenken zurückgewiesen und erklärt, die National Card würde in Übereinstimmung mit dem EU-Recht ausgestellt.